James Rodriguez möchte den FC Bayern München laut spanischen Medien im nächsten Sommer bereits wieder verlassen. Auch Renato Sanchez soll das Interesse internationaler Teams geweckt haben. Hier gibt es die wichtigsten News zum FC Bayern des Tages im Überblick. FC Bayern, James Rodriguez vor dem Absprung. Obwohl Karl-Heinz Rummenigge zuletzt noch betont hatte, dass die Kaufoption für James Rodriguez über 42 Millionen Euro mit ziemlich großer Sicherheit gezogen wird, könnte der Kolumbianer die Bayern doch verlassen. Wie das spanische Portal Don Balón berichtet, sei Rodriguez auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Da er auf nationaler Ebene bereits alles mit den Bayern gewonnen hat, in der Champions League jedoch nicht an den Titelgewinn glaube, möchte er nach der Leihe zu einem anderen Verein wechseln, heißt es dort. Eine Rückkehr nach Spanien sei ausgeschlossen, als Favorit gelte hingegen Paris Saint-Germain. Die Münchner Vereinsführung sei von den Plänen bereits in Kenntnis gesetzt worden. Bayern-Gerüchte, Renato Sanchez bei Milan und Juventus auf dem Zettel. Renato Sanchez soll mit seiner starken Leistung in der Champions League die Begierde von zwei italienischen Top-Clubs geweckt haben. Wie das italienische Sportportal calciomercato.it berichtet, sollen Juventus Turin und AC Mailand Interesse am Portugiesen haben. Die alte Dame soll sich dabei vor allem etwas von der guten Verbindung zu Sanchez Berater Jorge Mendes erhoffen, der unter anderem auch Cristiano Ronaldo vertritt. Billig würde der Transfer allerdings wohl nicht werden. Der Bericht betont auch, dass die Bosse des FC Bayern aktuell nicht gewollt sind, Sanchez unter einer Summe von 30 Millionen Euro abzugeben. Punkt. Die Leistungsdaten von Bayerns Renato Sanchez Verein spielte Vorlagen Bayern München 271 Swansea City 15-1 Benfica Lissabon 3521 Werbung